Ja, hallo, herzlich willkommen von WOMAdventure. Ja, jetzt wird's spannend, denn wir fahren von Duschanbe nach Afghanistan. Natürlich zuerst mal der Border, die Grenze und dann weiter ins Land. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es ist sehr, sehr interessant und spannend und speziell und glaub fast einmalig. Ja, Afghanistan sicher auch sehenswert. Muss man mal erlebt haben, aber es läuft hier alles ein bisschen anders wie üblich. Und ja, da nehmen wir euch mit und dann lassen wir gleich los. Wir sind noch in Duschanbe und der René ist hier in diesem Shopping-Center verschwunden, denn er braucht neue Funkgeräte. Und in der Zwischenzeit müssen wir warten. Und das sieht hier in Duschanbe so aus: mit einer entspannten Angie, einer entspannten Ayla und der entspannten Kiki hier an der Bushaltestelle mitten in Duschanbe. Also da bin ich jetzt schon stolz auf die Hunde. Also offensichtlich war der Einkauf erfolgreich. Ja. Und wie viele hast du jetzt gekauft? Zwei. Zwei. Ja, ich dachte, ich kaufe es. Ja, das sind die Parkanlagen rund um den Präsidentenpalast. Ob das Volk, das draußen keine guten Straßen hat, hier wirklich was mit anfangen kann, sei dahingestellt. Wasserspiele und künstliche Wasserfälle. Das gibt aber eine gute Luft hier in Dushanbe. Ja, unter den Bäumen ist es richtig kühl hier. Das ist angenehm und das ist das Schöne an den Parks, das viele Grün hier in der Stadt. Wir nähern uns jetzt langsam der afghanischen Grenze und in einer der Vororte wird es hier schon recht betriebsam. Aber der René, der alte Wüstenhund, der macht es locker. Ja, wir haben uns entschieden, doch wieder rauszufahren aus diesem staubigen Übernachtungsplatz und sind jetzt hier in der Nähe eines Friedhofs, der hier so aussieht, das sind nur Grabhügel. Und wir doch hoffen doch, dass es hier immer ruhig ist. Ja, und natürlich sind wir die Sensation und da kommen die immer vorbei und gucken und gucken und schauen, was wir denn so hier machen. Tja, und dann sind aber die ganzen Dorfkinder gekommen und wir wollten dann Melone kaufen von ihnen und dann haben sie uns die alle geschenkt. Das heißt, ich möchte ja Melonendiät machen. Die wird auf jeden Fall, hoffe ich, erfolgreich. Tja, so ist das. Ist voll Geht lieb. es so weiter? Jetzt sind es schon insgesamt 11 Melonen, die wir bekommen haben. Ich drehe ab. Also ein Vorgeschmack auf Afghanistan, wir sind nahe der Grenze, die haben kaum Touristen und wir werden beschenkt mit Melonen. Wohin? Ich wollte sagen, ich habe denen gesagt, ich habe wirklich genügend, danke, aber ich brauche keine mehr, aber keine Chance. Die geben dir das und du musst es nehmen, keine Chance. Also, jetzt mal gucken, vielleicht können wir den Zöllnern ein paar abgeben. Wir machen Melonenhandel auf, oder? Melonenrezepte wären jetzt Ja, echt cool. also Millionendiät. Genau. Tja, darauf läuft es wohl hinaus, ja. Wir haben vor der Grenze übernachtet und jetzt geht es ja, zur Grenze, hinter diesem Hügel vermutlich, nach Afghanistan. Ja, wir stehen hier an der Grenze, aber es ist irgendwie noch keiner da. Alles ziemlich leer hier an der tadschikischen Grenze, aber sie sind sehr entspannt.
Tatschiki ist an Bord, da ging eine halbe Stunde, waren wir durch, sehr freundlich. Jetzt geht's rüber nach Afghanistan. Zum ersten Mal in unserem Leben betreten wir, glaube ich, afghanischen Boden. Noch über die Brücke. Frauenvorbereitung. Nach etwa eineinhalb Stunden Warten in einem Büro geht es jetzt erstmal zur Bank in Afghanistan mit dem Taxi. Da muss man nämlich das Visum bezahlen, bevor man eben das Visum dann in Empfang nehmen kann. Erstmal zahlen und dann wieder zurück. So, wir sind jetzt dreimal hin und her gefahren, weil wir keine großen Dollars hatten. Wechseln und akzeptieren tun sie hier nur 100er und 50er, möglichst neue Scheine. Ja, und jetzt ist der René in diesem Nummer 1 Büro verschwunden, hier bei der Bank. Und danach geht es ins Nummer 4 Büro. Derweil ich hier eine kleine Mini-Katze gefunden habe, die ist ganz jung. Jetzt sind wir schon über eine Stunde mit dem Taxi da in einem kleinen Dorf gehabt vor der Grenze am Rumfahren. Die haben keine 20-Dollar-Scheine genommen, da mussten wir ja, wechseln und mit Euro und mit Afghani und Eis hin und her immer wieder zurück zum Camper, wieder anderes Geld holen. Ja, wir haben einfach zu kleine Münzen, also Scheine leider. Ja, aber jetzt haben wir mal dieses gelbe Papier bei der Bank einbezahlt und jetzt hoffentlich kriegen wir das Visum und jetzt geht es wieder zurück zur Grenze. Und wieder zurück zu diesem Eingangstor, denn dahinter sind die Büros. So, jetzt ist Mittagszeit 12:30 und hier passiert jetzt nichts, obwohl der René in dem Büro nach wie vor wartet auf seine Papiere. So, jetzt wurde gerade die Kabine noch hier vom Fahrzeug untersucht, von diesem netten kleinen Mann. Der war voll lustig. Er hat fast alles durchsucht. René ist auch wieder draußen. Kontrolle überstanden. Er hat selbst die Hunde gesehen, aber fand es jetzt ulkig, dass wir mit drei Hunden reisen. Wir fahren entlang noch der Grenzstationen. So, geschafft, wir sind im Land. 7,5 Stunden hat es gedauert. Das System ging irgendwie nicht mehr über den Mittag. Ja, nun, wir sind jetzt drin. Tja, und ich habe eigentlich den Grenzprozess als relativ entspannt betrachtet. Wie fandst du es? Naja, ich bin natürlich immer nervös wie immer. Es ist einfach warten, warten, warten und nochmal warten. Ja, was will man machen? Ja, aber die Officer und die Taliban waren total nett und entspannt. Also es war eher eine echt ruhige Atmosphäre. Ja, die meisten sprechen Englisch, was natürlich das einiges erleichtert. Weil sonst wäre man echt aufgeschmissen. Wie im Irak, da konnte keiner Englisch und du weißt nicht, wo du hin musst, was du machen musst. Aber hier war eigentlich alles klar. Die meiste Zeit sind wir in einem Büro gesessen, sind wir 5 Stunden. Mit Aircondition, Gott sei Dank. Ja, so ein Wasserbefeuchter, ein großer. Also gut gelaufen. Switzerland. Und schon nach 5 Minuten Fahrt die erste Kontrolle. Hier kontrollieren immer wieder die Talibans. Kabul. Yeah. Mit unserem Permit, das wir dort erhalten haben. Wir sind keine 2 Kilometer gefahren, da kam schon der erste Checkpoint. Nach 5 Kilometern der erste Ort. Und wir sind natürlich die Sensation. Ja, wir müssen noch 50 Kilometer fahren, um das Visum oder den Pass nochmal abstempeln zu lassen. Erst dann ist es gültig. Und da sind wir jetzt unterwegs. Thank you.
den Handy von Bewegungsmitteln. Wir sind in einer total anderen Welt. Wir müssen diese Eindrücke dann auch verarbeiten. Aber ich glaube, wir haben gar keine Zeit für das. Das nenne ich mal eine Zuladung. Also wir sind 10 Kilometer von der Grenze und hier ist eine Wüste. Da ist ja Wüstensand. Hätte ich nicht gedacht. Also jetzt geht es erstmal durch die Wüste, links Friedhöfe. Wir haben kurze Pause gemacht, vor allem für die Hunde, weil die waren ziemlich lang im Camper, zum Glück mit Klima. Und hier hat es richtig Bodenwellen. Wir fahren beim Ort Gongovrat in das Flussbett hinein und hier sehen wir, dass die Menschen ihre Häuser alle mit Mauern verkleiden, damit man eigentlich Privatsphäre hat. Da werden am Abend die Schafe eingetrieben. Wir sind hier angekommen, wollten einen ruhigen Schlafplatz, aber jetzt sind hier gleich alle Kinder, die uns natürlich anschauen. Die sind ja super süß, aber ruhig wird das hier nicht. Tja, und schon haben wir hier die Show für alle veranstaltet. So, das Eis ist gebrochen, der René wird begrüßt. Ich habe den Frauen zugerufen, jetzt trauen sie sich auch, kommen die Mädchen. Der hat eine tolle Lichtshow dabei. Oh, jetzt sieht sie aus. Unsere erste Nacht haben wir in einer Tankstelle verbracht. Und zwar da hinten in der Ecke. Aber alle sehr freundlich. Ja, man kann nichts sagen. Aber wir durften nicht draußen irgendwo stehen. Das ist wieder eine nette Männerrunde hier, eine schöne Begegnung hier. Alle sind neugierig, alle heißen uns willkommen. So, die beiden Herren, die wollen auch mal in den Camper gucken. Das ist natürlich spannend für sie. So, bei uns ist Tag der offenen Tür. Wenn ich drin bin, geht es natürlich nicht mehr. Aber ja, schon spannend, so ein Camper von innen. Eine der zahlreichen Kontrollen. Okay, die Winkel uns raus. Okay. Bei der nächsten Straßenkontrolle schauen die nächsten in unserem Camper, aber wenn das so weitergeht, kommen wir hier nicht vorwärts. Weiter wieder ein Checkpoint. Ei, ei, ei. Hier gibt es richtige Rikschas. Also wir wollten hier mal kurz anhalten, wir sind keine Fragen und schon haben wir einen Auflauf verursacht. Auf der Suche nach SIM-Card sind wir hier in diesem ulkigen Shopping-Mall, was auch immer, gelandet. Wir kaufen jetzt SIM-Cards. Russian is the best. Cheers. Yes, Russian is the best. Cheers. Cheers to go. Money, I have only this money. Und das sind unsere Zuschauer vom Laden.
Tja, der ganze Prozess braucht natürlich ein bisschen Zeit. Oh, jetzt macht er sich schön. Einmal hier geparkt, sind wir hier schon eingeparkt und jetzt werden wir hier beobachtet von den Kids, die teilweise auch betteln. Wo kein Platz ist, muss Platz gemacht werden, da muss man das Ding halt wegheben. Mittagszeit und man denkt sich, es ist ja so warm, aber wo, die sind trotzdem alle auf der Straße und es ist jetzt hier dicht. Verstopfte Straßen. Unser Fahrzeug ist eindeutig zu groß für diese Straße. Jetzt fahren wir doch weiter. Der muss jetzt erst seine Matratzen montieren, bevor wir hier durch können. Der freundliche Herr ganz links vorne hat uns jetzt ein Permit für ganz Afghanistan ausgestellt, mit dem wir rumfahren können. Und jetzt wollen sie noch das Auto anschauen. Wir haben das Permit geholt für die Reise in ganz Afghanistan und jetzt wollen alle natürlich meinen Camper sehen. Ja, was will man sagen? Man sagt nicht nein. Ja. Die Permits, die wir jetzt besorgen müssten, für das Auto braucht es ein Permit, das haben wir an der Grenze gekriegt. Dann für uns, das haben wir jetzt gerade gekriegt, hoffentlich stimmt es, haben gesagt, für ganz Afghanistan. Reisen wir jetzt aus, wie heißt es hier? Kunduz raus. Und das ist eine total andere Welt. Und sobald man anhält, dann kommen so viele Leute auf einen zu und jeder will was gucken und was fragen. Und ja, also total andere Welt, kann man nur sagen. Ja, und so easy ist das Leben hier in Afghanistan. Es hat Platz, solange es Platz hat. Das ist die Realität. Wenn man irgendwo anhält, dann kommen alle Leute und gucken. Das ist der Wahnsinn. Also, ich komme vor wie ein König oder wie irgendein Berühmter. Man kann hier nur flüchten vor so vielen Menschen. Jetzt sind wir im Baglan, egal wo man anhält. Man wird umrundet, es kommen so viele, hey. Man hat keine Ruhe. Wie wenn man eben berühmt wäre, wie ein bunter Hund. Bin ich aber nicht, will ich auch nicht sein. Jetzt wisst ihr mal, was es heißt, wenn man berühmt ist. So diese Schauspieler, ja, kein schönes Leben. 5 Minuten später sieht es so aus, kommen immer mehr. Das heißt, man kann hier nicht stehen bleiben. Wir fahren jetzt hier durchs Dorf, nachdem es hier Volksaufstände gegeben hat, weil wir hier sind. Dieser junge Mann will uns einen Schlafplatz zeigen bei sich am Haus. Er geleitet uns hier durch die Hinterhöfe, es ist echt knapp. Und jetzt sollen wir über diese Brücke hier. Oh weh, da in das Tor hinein. Also sie sind wirklich freundlich, aber die Neugier der Kinder ist natürlich ungebremst. Uns wurde versichert, die Brücke ist stabiler Beton und das probiert es der René aus. Es
So ein Riesenfahrzeug hat diese Gasse mit Sicherheit noch nicht gesehen. Oh, die strengen sich echt an, selbst mit den Kabeln. Wendeaktion in dieser Sackgasse, aber René ist ein good driver, so wie er sagte. Ja, wir sind da in diesem Dorf in letzter Ecke gelandet, weil wir jemanden kennengelernt haben, der Englisch spricht und uns da hier hinten hingelotst hat in einer ganz engen Straße. Ja, hier haben wir ein wenig unsere Ruhe, ein paar Leute kommen zwar noch, aber ja, so kann man wenigstens leben. Ja, interessant, völlig andere Welt, sage ich glaube immer wieder. Das ist unser Plätzchen, dahinter geht es nicht weiter, Sackgasse, das heißt, kommen keine Menschen praktisch vorbei, außer ein paar Besucher und die vielen Kinder, die hier leben. Der René bekommt jetzt mal Kleidung hier von unserem neuen Bekannten, dem Feis, damit wir vielleicht nicht ganz so auffallen. Der René muss jetzt diese Hose anziehen. One size. One size. So, schöne eng schnüren. So, Kleider machen Leute. In dem Fall Afghanen. Kleider machen Afghanen. Sieht eigentlich schick aus, ey. Voll schick. Das auch offen lassen. Rene bekommt Klamotteninstruktionen noch. Gleich neben unserem Schlafplatz hier in der Sackgasse beim dem Feig privat, da gibt es die Reisfelder und die stehen hier in voller Blüte. Das ist ja wunderbar und es ist auch kühl hier. Heute gibt es Frühstück hier bei Feis und seiner Familie. Und das schmeckt sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Ich bin jetzt nicht der Pakistani. Ja. Afghani. Afghani, ja, ja. Wir haben jetzt einen Stadtausflug gemacht. Und so lässt man uns in Ruhe. Wir sind schön getarnt jetzt, gerade in einer Wechselbude. Und jetzt sehen wir aus wie Afghanis. Tipptopp. Wir sind jetzt hier in der Stadt und ich habe ein Eis bekommen, aber ich sitze hier im Längsbereich, denn sobald eine andere Frau da sind, dann darf der Mann nicht hier mit rein. Und dieses Eis ist sehr, sehr lecker. Wir sind gerade in der Eisbude und hier machen die das Eis per Hand. Und zwar so. Einfach an die kalte Wand. Und dann gibt es Eis. Die Reiswälder hier beim Morgenspaziergang sind super idyllisch, aber hier werden auch Okraschoten angebaut. Hier im Ort Baglan haben wir ja jetzt zwei Nächte ganz ruhig verbracht. In der Sackgasse vorne rechts ist Feis Haus, der uns eingeladen hat. Und hier ist der Gästehausbereich und da sind immer die Gäste. Frauen dürfen zwar ins Haupthaus, aber die Männer nur mit in den Gästebereich. Das ist jetzt mal nett. Und hier gibt es dann später Frühstück noch, bevor wir heute dann weiterfahren. Das ist unser Gästehausplatz zum Essen. Das ist der private Garten. Und hier gibt es dann Frühstück. So, wir packen zusammen und werden immer beobachtet. Wir fahren wieder raus durch diese enge Gästlein. Es ist extrem eng zum Teil. Aber jetzt haben wir es dann geschafft. Jetzt müssen wir mal Hühnchen kaufen, aber Hühnchen gibt es hier nicht im Supermarkt, sondern direkt an der Straße beim Metzger. Das World Food Programm LKWs, da kommen ganz viele immer wieder hier durch. Wir sind immer noch unterwegs, jetzt in einem Dorf, leider keine Teerstraße momentan. Wir kämpfen uns gerade durch dieses Verkehrschaos, es ist der Wahnsinn.
Ja, das ist Afghanistan. Mega viel los. So, jetzt sind wir gerade langsam draußen davor. Lukas, Viertelstunde ging das Ganze. Und die kommen von rechts, von links. Gegenverkehr, alles Mögliche. Es gibt hier keine Regeln. Hier staut sich die LKWs in Richtung Kabul, ist der Tunnel zu, da muss man irgendwie außen rum, aber ich glaube die LKW können da nicht durch, jetzt warten die vielleicht. Tage, Wochen, Verkehrsregeln hier gibt es keine, man kann laden so viel man will, man kann eigentlich alles machen. 10 Kilometer auf dieser Hauptstraße, dann verlassen wir die und fahren rechts 150 Kilometer Piste. Ja, gibt immer wieder Plätze, wo ganz viele LKWs stehen. Die schlafen zum Teil unter dem LKW. Keine Ahnung, wie lange die hier bleiben. Ein Humvee rechts. In diesem Dorf müssen wir dann rechts abbiegen. Da wälzen sich die LKWs durchs Dorf. Das ist das, der Ort Duschi und ab hier geht es dann Richtung Bamiantal für uns. Das sind mal Spurrillen hier auf der Duschi Bridge. Talibankontrolle, gerade vor der Abzweigung. Und dann irgendeiner konnte dann Englisch, ein Fahrer, der gerade vorbeikam, und der meinte, diese Straße sei gefährlich, die wir eigentlich nehmen wollten. Und dass der Tunnel da über dem Pass, der etwa auf 3300 Meter ist, wieder offen sei. Also sind wir jetzt zum Tunnel unterwegs auf dem Pass. Die machen die Straße neu, was ja gut ist. Alle, die nach mir kommen, haben dann hoffentlich eine gute neue Straße. Die Straße wurde etwas besser, jetzt sind wir da auf 1000 Meter irgendeinem Dorf. Ja, wir fahren, bis es ein bisschen kühler wird. Ich glaube, die LKW haben ein Tagfahrverbot, weil praktisch keine LKW da sind. Worüber ich sehr froh bin, weil die sind extrem langsam bei dieser Straße. Krasse Spurrillen hat es immer wieder, extrem zum Teil, da steht fast das Tief an. Wir sind jetzt Richtung Bamiyan Valley unterwegs und hier sind unsere Nachbarn jetzt glücklicherweise mal nur die Ziegen, die hier oben rennen am Berg. Wir hatten jetzt eine kurze Begegnung mit diesen drei Herren, die uns kontrolliert haben. Das waren sehr, sehr freundliche Taliban. Und jetzt stehen sie hier am Wasser und wissen. So wird hier Strom erzeugt für eine Hütte. Oben liegt der Gleichrichter drauf. Ganz einfach, hä? Ach, ist das herrlich! Wie vor 100 Jahren bei uns. Ja, wir standen hier, ich habe mich ein bisschen ausgeruft. 7 Uhr ist schon leicht dunkel, es dämmert, da kommt schon wieder die Taliban, mindestens eine mit einer Gun und der zwei andere und ja. Aber sie sind zwar freundlich, aber manchmal ein bisschen aufdringlich und wollten WhatsApp-Nummern, alles mögliche habe ich natürlich nicht gegeben. Ich habe ihm eine afghanische Nummer gegeben. Am Schluss wollten zwei noch Geld und so und ich habe mich einfach blöd gestellt. Ja, aber sonst war der Abend gut hier. Auf dieser Seite, hier bei unserem Schlafplatz, grüne Wiesen drüben, alles braun.
Und hier hat es wunderbar Bäche. Da unten übernachten wir. Ja, und das ist hier die Straße für die Einheimischen. Die geht direkt durch den Fluss durch. Hatten wir gestern das Vergnügen zu beobachten, wie hier einer durchfährt. Unten geht's weiter. Da trifft man sich wieder in Afghanistan. Hallo. Ah, sieht aus wie ein Taliban. Aber die Kutte ist falsch. Nein, die ist, so, ist schon richtig. So sieht das aus. Genau. Igel und Paola heißen sie mit ihrem blauen Bus. Unterwegs zum Pass sind wir jetzt im ersten Restaurant reingegangen und frühstücken eigentlich, aber es ist ja schon 23:30. Jetzt gibt es halt Reis und ja, alle möglichen Sachen. So sieht das aus. Das Ganze kostet mit Tee und allem 200, das sind etwa 3 Euro. Ja, wir haben schön gegessen, noch nicht ganz fertig. Jetzt kommt die zivile Polizei, will unseren Pass sehen, den wir natürlich im Camper haben. Also müssen sie ein bisschen warten. Ich habe mich natürlich auch ihren Ausweis zeigen lassen, weil die alle in Zivil sind. Ja, also. So, die mussten 10 Minuten warten, bis wir fertig waren mit dem Essen. Und das hier mussten wir zeigen, plus die Ausweise, die Visum. Und dann waren sie zufrieden. Geht eigentlich immer alles sehr, sehr respektvoll ab, höflich. Die machen einfach ihren Job, ja. Und ich meine. So, noch etwa 800 Höhenmeter und die Straße ist jetzt eine Piste. Der bettelt. Das sind übrigens die Taxis, die sehen alle so aus in dieser Farbe. Ja, da ist der Tunnel mal zu, jetzt geht's außen rum. Taxistrecke hier. So, jetzt quälen wir uns hier auf. Das ist alles die Umfahrung um diese Tunnels herum. Offroad, steinig, wellig, staubig. Ah ja, natürlich ist es auch steil. Also heute haben wir mal wieder wirklich Abenteuer, Womo Adventure. Oh, naja, so wollen wir das ja eigentlich auch. Diese Galerietunnel da oben sind unter Renovierung und deswegen fahren wir jetzt hier unten. Also die Strecke ist echt abenteuerlich dahinter wird's. Wir nähern uns jetzt den Tunnels des Salangpasses hier und die Herren, die reißen anders als wir. Da kommt der Tunnel. Jetzt hoffe ich, dass er offen ist und dass die Straße besser ist. Da fährt einer rein. Oh, das sieht doch gut aus. Also, die Belichtung ist schon mal gut. Die Straße auch, tipptopp. Wir beklagen uns nicht. Ja, nur wenn da ein LKW entgegenkommt, wird es eng. Aber die haben, glaube ich, jetzt Sperre. 3380 Meter sind wir. Jetzt ist der Tunnel fertig. Jetzt geht's raus. Und da
krass. Da vorne ist heute schon der fünfte platte Reifen, den wir sehen. Jetzt ist langsam das Ende der Pistenumfahrung in Sicht. Da oben kämen die Tunnel raus. Ja, hier kommt sowas wie eine Straße. Endlich mal schauen, wie die, in welchem Zustand die ist. Durch diese Pfütze fahren wir jetzt ganz schnell durch und dann sind alle Autos gewaschen, oder? Was hältst du davon? Nee, Füße waschen. Wir sind da am Diskutieren, die wollen wieder Geld für uns. Vorne habe ich den Motorradfahrer getroffen, mit dem hatte ich schon Kontakt per Messenger. Jetzt kam er auch zufälligerweise hier. Nach dem Pass gibt es eine Kontrollstelle. Ja, die Jungs, die brauchen halt ein bisschen Geld. Der hat gesagt 1150 Euro. Warte auf dem LKW. Aha, dauert wie lange dann? Das weiß ich nicht. Ich habe mich nicht gefragt, weil eigentlich ist es ja wurscht, weil du setzt dich in den Flieger, fliegst ein und dann kommt halt langsam das Machen. So, nach einigen Diskussionen haben sie uns beide, den Motorradfahrer und mich, durchgelassen, weil ich habe bereits schon mal 150 Dollar bezahlt, um überhaupt die Straßen zu benutzen. Dann sollen die sich da mal zufrieden geben. Er hat es dann eingesehen. Es kam dann einer, der konnte Englisch und hat mir das soweit erklärt. So, hier sind sie die Straße am Machen. Irgendwann, hoffentlich, ist sie dann gut. Und wir haben einen Holländer kennengelernt, auch da am Parkplatz, wo wir den Motorradfahrer getroffen haben. Und der kommt jetzt mit uns. Der will nämlich auch in den Iran wieder zurück. Er kam von da. Ja, die Straße oder was davon noch übrig ist, ist hier oberkrass kaputt. Da ist der Pamir gerade noch heilig. Sie ist echt im miesen Zustand. Boah, ist das krass. Die Reste von Teer, Steine, Löcher. Bei all diesen Straßenzuständen ist uns natürlich schon vergegenwärtigt, dass das ein Land ist, das jahrzehntelang Krieg hatte. Und also diese Straße ist mit Abstand eine der schlechtesten, etwa zu vergleichen mit Usbekistan, diese lange Strecke. Also der Pamir war gerade heilig, weil da manchmal extreme Löcher und ja, mal schauen, wie lange das noch geht. Optimal geladen da, hä? Wir sind wieder in der Zivilisation, wie man hier sieht. Händler um Händler, Autowäscher, Brotverkäufer. Alle sehr fleißig. Wir sind kaum am Schlafplatz angekommen. Ein Steinbruch habe ich mir wieder einen Reifen kaputt gemacht. Genau 10 cm zu weit gefahren. Und jetzt sind wir schnell in eine Werkstatt gefahren, geht einfacher als von Hand. Aber die Jungs machen es glaube ich auch von Hand. So, das sind natürlich Profis mit langen Hebeleisen. Die machen das mit links, aber alles auch von Hand. Das ist ja mein zweiter alter Reifen, von daher nicht so schlimm. Jetzt habe ich noch einen Reserven. Ich habe mir überlegt, diese zu ersetzen, habe sie aber noch dran gelassen und da bin ich gar nicht mal so unglücklich. Ja, das ist der Holländer, den ich heute getroffen habe, oben auf dem Pass. Und der hat jetzt mir gleich geholfen, den Reifen hierher zu bringen, worüber ich sehr glücklich bin. Ja,
What's your name? Tom. 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 Okay, that's Tom. Das geht natürlich schnell, die haben Übung. Wenn man keine Pneufühler hat, dann macht man das mit einer Schlauchbride. Ganz einfach. Wir sind weiter unterwegs im Bamiyan-Tal, gute 150 Kilometer Richtung oder zu nach Bamiyan. Ab und zu müssen wir Flussbette hier überqueren und immer im Hintergrund diese wunderbaren Bergdörfer. Durch ein Dorf, 120 Kilometer vor unserem Ziel. Da ist mächtig was los. Wir wurden auch wieder kontrolliert. Ab und zu wird man kontrolliert. Visum zeigen, machen sie Fotos. Ich würde mal sagen, wir sind jetzt wirklich mittendrin in Afghanistan. Pause, fahren wir weiter. Wir sind auf 2000 Meter Höhe und wir haben immer noch mindestens 32 Grad. Es ist furchtbar heiß. Die meisten LKWs, die in Deutschland wegen Umweltschutzgründen, ja, steuertechnisch nicht mehr laufen können, sind hier und verpesten weiter die Umwelt, wenn man so will. Hand umkehrt, Afghanistan ist ein sehr armes Land und so kommen sie zu günstigen Fahrzeugen. Afghanistan ist ein Schwellenland, weil es hat so viele Schwellen hier, da schwillt einem die Füße an, du. Ja, wir sind auf 2200 Meter, 3,3 geht dann der Pass und wir erhoffen uns da oben dann auch mehr Kühle, weil hier unten immer noch sehr heiß, immer noch 32 Grad. Wir sind jetzt auf knapp 2500 Meter und wir haben immer noch mindestens 28 Grad. Autoposta Grischun aus der Schweiz, Graubündner. Ein Postauto. Was ist das? Ist der wieder heiß? Jetzt geht es auf den Pass hoch. Wir sind bei 2750 auf 3,3 geht der Pass. Da hat wohl jemand etwas liegen gelassen. So, für heute reicht's. Ein schönes Plätzchen haben wir gefunden. Schön idyllisch. Ja, und da hinten sind wir ein bisschen versteckt von der Straße. Aber die finden uns. Vermutlich kommen sie wieder zum Kontrollieren. So, hier machen wir wieder mal einen Schnitt. Im nächsten Video geht es doch nach Bamiyan und dann Bande Amir. Und dann wollen wir schauen, wie es weitergeht. Fahren wir durch über 400 Kilometer Piste oder alles außenrum in den Süden und auf Hauptstraße, auf sicheren Straße. Das werden wir noch sehen. Ja, das werden wir dann entscheiden. Okay, danke euch. Macht den Daumen hoch, wenn es euch gefangen hat. Lasst ein Abo da oder ihr könnt ein bisschen Diesel oder Kaffee spendieren da unten. Am besten auf PayPal, weil da kriege ich das ganze Geld.
über YouTube, die ziehen 30% ab, das ist noch viel. PayPal-Freunde aber, sonst wird auch was abgezogen. Okay, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.